Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobanka. Weiter geht's mit Terra Invicta. Liebe Leute, nach der letzten leichten, nennen wir es mal, Misskalkulation hier mit dem Einfluss, müssen wir leider noch eine Runde warten, bis wir Frankreich endlich vereinigen können. Ich werde jetzt I'm eine here. sehr simple Runde machen, tatsächlich mit viel öffentlicher Kampagne. Wir müssen uns dann nochmal überlegen, oder ich muss mir überlegen, aber gerne mit eurer Hilfe, wie wir die beiden Gebiete so aufteilen. Eigentlich ist, glaube ich, Europa vom Wissen her, von den Forschungspunkten, zumindest wenn wir Deutschland mit dazu kriegen, also das ist schon einiges. Deutschland hat echt fette Forschung, 155, Frankreich nur 87, wenn wir Spanien 63, Italien 77. Aber wenn man das zusammenrechnet, sind es schon sehr viele Punkte. Russland liegt da insgesamt bei 96. Also eigentlich müssten wir hier vorrangig Boost- und Missionskontrolle an den Start bringen. Und ich glaube, das sollten wir dann auch fokussieren von den Prioritäten her. Das Einzige, wo ich mir nicht sicher bin, wir haben jetzt eben drei Armeen in Russland. Ob wir jetzt hier einfach die Militärtechnologie nach oben bringen, um diese drei Armeen zu behalten, oder ob wir Armeen in Europa bauen mit einer deutlich besseren Militärtechnologie. Das ist so eine Frage, ob wir die überhaupt brauchen, ob wir probieren wollen, mit militärischen Mitteln teilweise hier Nationen zu übernehmen. Das wäre noch eine andere Möglichkeit. Also, da könnt ihr gerne was zu schreiben. Ich werde jetzt, wie gesagt, weil wir Telling our eigentlich darauf story. warten, die ersten Nationen Up here. zusammenzulegen, jetzt Ready for eine lift. relativ klare öffentliche Kampagnenrunde hier We durchführen. must persuade the people. Wir haben, naja, Where Interesse to? verteidigen können wir hier nicht machen, kostet nämlich 20. In Dänemark wäre das jetzt, aber gut. Your orders. So, wir könnten jetzt natürlich wieder hoffen und auch so eine Nationengeschichte machen und hoffen, dass wir dann 10 Punkte bis dahin haben. Wir bekommen ja täglich 0,7. Könnte hinhauen, könnte auch nicht hinhauen. Vielleicht lassen wir es einfach und machen das dann safe in der nächsten Runde. Was ich noch zusätzlich machen möchte, weil der Please keep me Istvan, safe. also so wenig Möglichkeiten wir eigentlich haben, damit wirklich was zu machen. Wir können halt die einstellen, wie viel, bei welcher Erfolgschance seine Mission nicht funktioniert. Aber ich habe gedacht, das geht aber nicht. Ich dachte, ich könnte ihm seine Organisationen abnehmen. Leider ist das nicht möglich, weil der hat ziemlich coole Sachen. Der hat nämlich dreimal eigentlich nur was die Verwaltung erhöht. Und zwar einmal um drei, einmal um drei und nochmal um drei, glaube ich. Genau. Also 9 Verwaltungspunkte durch so sehr billige Organisationen, das ist schon ziemlich cool. Leider können wir das so nicht, können wir da nichts mit anstellen. Aber ich wollte noch einmal gucken. Das habe ich nämlich beim letzten Mal schon nicht gemacht. Das brauchen wir nicht. Plus 3, plus 1, plus 2% Sozialwissenschaft. Naja. Nicht so wirklich. Antares Instruments wäre noch was. Und Projektstielen kann man da auch. Der Rest braucht. Ah, Moment, was ist das? Plus 2 Spionage. Anna hat auch schon wieder 20. Spionage wäre eigentlich für dich, aber du kannst jetzt wirklich gerade gar nichts mehr dazu bekommen. Weiko, bei dir passt es auch nicht mehr. Die sind alle ganz schön voll. Der Einzige, der noch Platz hat, die Einzige, ist Anna Julia Ramirez. Ich weiß nicht, ob ich bei ihr die Spionage nochmal nach oben bringen möchte, aber wir können hier nochmal schauen, sehe ich gerade. Begütert wollten wir nicht. Ich glaube, wir werden einfach in die gleiche Richtung erstmal weitermachen. Hier die Ermittlungen erhöhen. Oder wollen wir die Verwaltung erhöhen? Ne, bei ihr auf jeden Fall nicht. Dann haben wir bei Kareem. Das ist so eine Frage, was wir mit Kareem machen. Der könnte Verwaltung dazu kriegen. Oder wir machen ihn doch noch zum Wissenschaftler. Aber ich glaube, über kurz oder lang werden wir den eh rausschmeißen irgendwann. Nehmen wir den Verwaltungspunkt. Bist du unser Verwaltungsmeister und kannst vielleicht das Ding noch dazu bekommen? Kostet uns das nur Geld? Ja. Warum nicht, oder? Es gibt ein bisschen Einfluss, es gibt ein bisschen Forschung und Sozialwissenschaftsforschung, wenn wir die machen. Da gibt es auch noch was für dazu.
So, dann haben wir auch Rice, kann schon wieder augmentieren. Da, ich würde sagen, wir geben einfach da mehr dazu, wo es was braucht oder beziehungsweise wo die Hauptaufgabe liegt. Das machen wir jetzt bei allen. Und André hat schon 44. Warte mal, wollten wir bei dir noch was Besonderes machen? Betucht? Nein. Schwieriges Ziel wollten wir auch nicht. Überlebenswille wollten wir auch nicht. Dann kriegst du jetzt noch mehr Überzeugung. Oder noch ein Verwaltungspunkt oder zwei. Wir teilen das mal auf. Du kriegst eine Überzeugung, eine Verwaltung, auch wenn man mit einem Verwaltung nicht so viel machen kann. Aber das können wir dann später nochmal machen. 18 Überzeugungen ist schon ziemlich ordentlich. Und ich glaube, das war's dann auch. Jawohl. So, jetzt müssen wir aber mal loslegen hier. Rice McLaughlin kann also dementsprechend... Ach so, jetzt müssen wir noch einmal gucken, ob wir ein Mitglied von... Also wir haben jetzt einen von den Servants, von den Unterstützern. Das sind diese hier, Istvan. Was ist der andere große Gegner? Humanity First vielleicht? Schauen wir mal, ob wir die überzeugen können. Und mit dem Rest machen wir jetzt wirklich weitere öffentliche Kampagnen in... Naja, überall da, wo wir rein müssen. Spanien, eigentlich auch noch in England, ne? Haben wir in Italien irgendwann eine Chance? Das sieht relativ mies aus. Griechenland sollte ja ein bisschen einfacher sein vielleicht. Guck mal, da können wir schon mal loslegen. Und Vaiko kann auch mal bekämpfen vielleicht. Wo gibt's das? In Teheran und nochmal in Nigeria. Wir probieren erstmal in Nigeria noch mehr Ärger zu machen. Da haben wir schon mal 20% beim letzten Mal rausgeholt. Also, so, jetzt aber. Auf geht's. Es ist so ruhig, liebe Leute. So, Interessen? Ach so, das hat er gemacht. Ich habe mich gerade gewundert, wo sollen denn die Punkte hergekommen sein? Also, er verteidigt die Interessen in Amsterdam. Das ist erfolgreich gewesen. Es ist ein bisschen spannend. Jetzt muss ich euch doch noch einmal ganz kurz was sagen. Also, ich sehe, in diesem Ding steht immer unbekannte Mission. Ich habe aber, wenn ich... Wo war denn das? Ich glaube, wenn ich hier reingehe und dann da reingehe, dann steht hier... Gut, jetzt steht hier, wartet auf nächste Missionsphase. Aber da stand vorhin, dass er Amsterdam beschützen möchte. Das ist ein bisschen blöd, dass das hier außen nicht steht. Weil da muss man immer einmal reingehen und gucken. Und dann könnten wir dementsprechend, ob das für uns doof ist oder nicht, diesen Regler nach oben oder nach unten verschieben und ihm sozusagen sagen, naja, lass das mal bleiben. Wir dürfen das noch nicht zu oft machen, weil es sonst auffliegt. Das heißt, wir müssen nur jedes Mal schauen, am Beginn einer Missionsphase, was er so gerade zu tun hat. Italien und Irland haben ihre Allianz aufgelöst, Vietnam und Pakistan sind verbündet. Wir haben ein Ratsmitglied untersucht, das sollte Surendra Sravin sein, ein Kommissar für Humanity First. Loyalität ungefähr 12, wird wahrscheinlich schwierig, den rüberzuholen. Kann aber eine ganze Menge. Schauen wir in der nächsten Runde. In Indien gibt es Entführungen. Wir haben jetzt mittlerweile schon plus 40. Warum eigentlich? Das werden wir vielleicht nochmal rausfinden beim nächsten Mal. Wir haben das Projekt Alien-Aktivitäten abgeschlossen. Die Strafverfolgungsbehörden der einzelnen Nationen neigen leider dazu, Ermittlungen zu Entführungen nach der Rückkehr vermeintlich entführter Personen einzustellen. Uns haben jedoch immer wieder Gerüchte erreicht, dass sich die Rückkehrer auffällig oder ungewöhnlich verhalten. Ermittlungen und Befragungen durch unsere Einsatzkräfte vor Ort unterstreichen den Wahrheitsgehalt dieser Gerüchte. Dies ist besorgniserregend, da es darauf hindeutet, dass die Aliens mit den Entführten mehr bezwecken, als nur Experimente an uns durchzuführen. Wir verfügen über einige neue Erkenntnisse in Sachen Alien-Aktivitäten und darüber, wie Menschen diesen widerstehen können. Das ist schon mal super. Also, ein erster Schritt, sagen wir mal. Wir haben dieses Ziel jetzt auch abgeschlossen. Von Anfang an waren die heimlichen, aggressiven Aktionen der Aliens ein Rätsel. Wenn sie feindlich gesinnt sind, warum die Landung auf der Erde? Selbst die aggressivsten Anti-Alien-Stimmen haben bei unseren Debatten zugegeben, dass die Aliens uns mit Leichtigkeit vernichten könnten, wenn dies ihre Absicht wäre. Wir befinden uns ganz unten in der Rangordnung.
Sie stehen an der Spitze. Der Machtunterschied ist enorm. Dennoch haben die Aliens keinerlei offene Gewalt angewandt. Die beiden wahrscheinlichsten Erklärungen sind, sie haben sich aus ethischen Gründen zurückgehalten oder sie wollen uns ausbeuten. Leider scheint Letzteres wahrscheinlicher. Länder erliegen innerhalb kürzester Zeit dem Einfluss der Aliens, wobei ihre Regierungen und Führungspersönlichkeiten unterwandert oder direkt kontrolliert werden. Vielleicht sollten wir dankbar sein, dass die Aliens auf Eroberung statt Völkermord aus sind. Unter den gegenwärtigen Umständen ist dies jedoch ein schwacher Trost. Was erhoffen sich die Aliens von der Beherrschung der Erde? Welchen Nutzen könnte eine unterworfene Spezies bringen? Bisher haben wir viele Fragen und wenige Antworten. Wir können nur weiterhin ihre Aktionen untersuchen, in der Hoffnung, wichtige Erkenntnisse zu erlangen. Wir haben einen Monitor für außerirdische Bedrohungen aktiviert. Er wird auf dem Register Alien des Informationsbildschirms angezeigt. Den schauen wir uns doch direkt mal an. Und das nächste Ziel ist, Alien-Bewegungen, sobald es geht, zu erforschen. Auch dafür gibt es noch einen Text. Jetzt, wo die Absichten der Aliens klar sind, sind Meinungsverschiedenheiten aufgetreten. Jeder muss Stellung beziehen. Auf der einen Seite haben wir die Fraktion des Friedens. Sie argumentieren, dass die Überlegenheit der Aliens so klar und überwältigend ist, dass unsere einzige realistische Chance eine Art verhandeltes Abkommen oder Kapitulieren ist. Je eher wir eine Übereinkunft treffen können, desto milder werden die Bedingungen sein. Ein unrühmliches Ende, aber vielleicht das einzig Erreichbare. Auf der anderen Seite befindet sich die Kriegsfraktion. Sie argumentieren, dass die Aliens klar und offen feindlich gesinnt sind und uns keine andere Wahl bleibt, als Widerstand zu leisten. Es sind Berichte von anderen Alienspezies aufgetaucht, die als Kanonenfutter verwendet werden. Sollten wir uns ergeben, ist das Schicksal der Menschheit wahrscheinlich kein besseres. Widerstand bietet wenigstens eine geringe Chance auf Freiheit, während eine Kapitulation ein tragisches, sicheres Schicksal wäre. Und dann gibt es noch ein paar übrige Verweigerer wie ich, die immer noch auf eine kooperative Lösung hoffen. Ist eine solche Lösung möglich oder sind wir die größten Narren von allen? Führe das Projekt eine kooperative Lösung durch. Okay, das ist tatsächlich ein neues Projekt, steigert bedeutend unsere Kapazität des Kontrollpunktmanagements, ohne Einflusserhaltungskosten zu bezahlen. Verlegt eine neue Organisation in den Fraktionspool. Da kommt dann einer rein. Und gewährt 100 Ressourcen. Also 100 Einflussressource. Das ist ja mal super, allerdings kostet das 25.000 Forschungspunkte. Also, wir bekommen mittlerweile für diese Alien-Geschichten durch unsere ganzen Untersuchungen einen Bonus von 11%. Das ist sicherlich noch nicht das Beste. Bei den anderen Sachen sieht es deutlich besser aus. Sozialwissenschaften zum Beispiel plus 24% durch unterschiedliche. Ich muss sogar mal auf unser Habitat gucken, ob wir da einen Bonus bekommen gerade. Tja, jetzt machen wir diese Managementforschung mit 2000. Also es wäre eine relativ kluge Sache, glaube ich, vielleicht uns... Ich mache jetzt erstmal was anderes hier. Eine der kleineren Sachen. Da kriegen wir momentan nur einen Bonus von 1%. Das ist echt zu wenig. Es wäre wahrscheinlich sinnvoll, sich ein drittes Projekt zu besorgen, da dieses monströse Projekt reinzusetzen und dann dort nicht ganz so viel reinzugeben, dass wir das konstant miterforschen. Weil es klingt auf jeden Fall nach was wir sehr gut gebrauchen können. Also gut, schon wieder eine Menge passiert. Ich wollte jetzt nochmal gucken, was, jetzt habe ich es vergessen, im Infobildschirm unter Aliens. Genau, da haben sie einen neuen Bericht reingesetzt. Ja, da gibt es so einiges. Außerirdische Lebensformen momentan im Iran, in Indien, in Nigerien. Flotten haufenweise, Habitate haufenweise. Und ich denke mal, die können wir uns auch alle einzeln anschauen und die sind verdammt groß. Ja gut, also Bergbaukomplexe, auch das alles brauchen wir. Wir haben wieder einen Blick in die Zukunft bekommen und einen Hinweis darauf, warum unsere Fraktion eine schwierige Fraktion ist, denn eine friedliche Lösung muss erstmal geschafft werden. In Deutschland öffentliche Unterstützung plus 4%. In Spanien plus 3% auf 67. In Griechenland plus 10% auf 13.
Nordkorea und Mexiko sind verbündet. Eine blutige Revolutionsbewegung hat die Regierung in Honduras gestürzt. Ich probiere das hier, während das Ding läuft, immer so nachrichtenmäßig durchzulesen, weil währenddessen haben wir wenig zu tun. So, Angriff auf Alienbestand von unserer Vaiko. Diesmal nochmal um 23% reduziert. Es gibt vermutlich trotzdem weitere Überreste. So, unsere Einnahmen sind bei plus 40. Das heißt, jetzt können wir aber wirklich mal loslegen. Hoffentlich, wenn es denn dann klappt. Weltraumflugprogramm in der Slowakei begonnen. Und wir sind in der nächsten Runde. Jetzt aber, Karim, ich glaube, du bist der Richtige dafür, eine nationale Strategie in Frankreich festzulegen. Time to make our move. André Agapov. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir nochmal auch in Russland den Spaß machen. Aber ich glaube, wir können jetzt, also wenn das jetzt klappt und wir zum Beispiel Dänemark reinholen, dann können wir uns jetzt zwei neue Punkte besorgen. So funktioniert im Idealfall das Spielchen, was ich hier treiben möchte. Und zwar im Idealfall mit Punkten der Europäischen Union. Zum Beispiel, schauen wir mal, Bulgarien. Da geht es mit der Nationskontrolle von André mit 18 ohne Probleme. Das heißt, wir machen jetzt mal vorsichtigerweise erstmal nur den einen Punkt dazu. Wer weiß, was klappt und was nicht klappt. Vaiko geht wieder kämpfen. Diesmal in den Iran. Gerne mit einem zusätzlichen Operationspunkt. Und Anna. Achso. Ach nee, zu untersuchen gibt's gar nichts. So, dann können wir noch einmal jemanden untersuchen mit unserem Investigation Point. Das müsste ja eigentlich. Genau, das müsste Anna eigentlich besser können. So, einmal Ratsmitglied untersuchen. Jetzt ist nur die Frage, wollen wir die jetzt nochmal untersuchen? Aber mit ihrem Loyalitätswert von 12 ist sie, glaube ich, außer Reichweite. Wir wissen von allen anderen. Nehmen wir uns noch jemand Unbekanntes, zum Beispiel hier in Indonesien. 96%. Geh mal gucken. Ich würde gerne wissen, was Humanity First macht, glaube ich. Oder der Widerstand, der natürlich auch ziemlich heftig schon unterwegs ist. So, und Rice könnte vielleicht nochmal säubern, aber ich glaube, in Europa sieht es momentan mit dem Säubern schlecht aus. England 1%. Ha? 25 in Deutschland? Interessant. Warum ist das so einfach? In Anführungsstrichen. 10 Punkte. Ja, wir sollten ja hoffentlich. Ja, gut, okay, so einfach ist es ja auch nicht. Vielleicht sollten wir ein bisschen aufpassen, sonst haben wir gleich wieder keinen Einfluss und können das nicht wiederholen. Auf der anderen Seite. Nee. Ich bin mal vorsichtig, bevor ich gleich hier mir Ärger einhandle und dann wieder eine Runde aussetzen muss. Also, erstmal so. Istvan, kann ich jetzt bei dir sehen, was du tust? Was ist deine nächste Aufgabe? Standortüberwachung in Neu-Delhi. Okay, das kannst du von meiner Warte aus auf jeden Fall machen. Deswegen braucht diese Option nicht zu scheitern. Ich setze das mal ganz nach unten. Du darfst das gerne machen. Auf geht's. So, bitte Frankreich, jetzt endlich. Wenn ich die Pausentaste drücken würde, jetzt muss es doch klappen. Mit Dänemark zum Beispiel. Oder mit Ungarn. So. Er macht Standortüberwachung Neu-Delhi. Person of interest surveilled. Ratsmitglied untersuchen war erfolgreich. Bodo Hecht vom Exodus-Projekt. Loyalitätswert 5 ist erstmal cool, aber das Exodus-Projekt ist eigentlich nicht unser Hauptgegner momentan, glaube ich. Slowakei, Weltraumflugprogramm, was haben wir hier noch? Vietnam, Nordkorea sind verbündet und Pakistan und Eritrea haben eine Allianz gegründet. In Deutschland plus 3% auf 65% öffentliche Meinung.
Überwachung ist von ihm. Unsere Widersacher haben eine Bekämpfung unseres Kontrollpunkts Führungspersönlichkeit in den Benelux-Staaten gestartet. Okay. Also, unsere Widersacher heißt, wir wissen nicht, wer es war, aber dieser Punkt ist jetzt erstmal gebrochen, was natürlich auch wieder ärgerlich ist. Aber in dieser Runde nicht zu ändern. Aber ich erwarte jawohl ja. Also, die Vereinigung endlich möglich mit den Alpenländern, mit Dänemark, mit Finnland, mit Ungarn. Wir werden das jetzt alles machen. Also jetzt können wir es nicht alles machen, wir müssen es der Reihe nach machen. Jetzt schaue ich mal ganz kurz noch einmal hier rein. Finnland ist gerade der Punkt gebrochen. Das heißt, das wäre nicht schlecht. Alpenländer würde uns wahrscheinlich am meisten einsparen mit dreien. Ungarn ist sogar verteidigt noch und Dänemark ist auch jetzt gerade unverteidigt, aber nicht kaputt. Wobei, ich denke gerade, das hier ist zwar, der ist zwar gebrochen, aber eigentlich kann man den nicht übernehmen, wenn man den nicht hat. Insofern ist das alles das Gleiche. Dann nehme ich jetzt die Alpenländer als allererstes und werde hier eine Vereinigung veranlassen. Und wir sind runter auf 210 von 225. So, noch sind es immer noch 4 Kontrollpunkte für die jetzt umbenannte Europäische Union. Und jetzt, liebe Leute, jetzt geht's los. Jetzt können wir relativ gut diese Sachen zusammenlegen. Also wir haben auch nicht unendlich Punkte, aber es geht besser. So, wir sind in der Lage, das Projekt Alien-Bewegungen in Angriff zu nehmen. Ermöglicht die direkte Erkennung von Alien-Agenten. Auch eine schöne Sache. Währenddessen hat Vaiko in, wo ist sie? In Teheran die Alien-Flora-Fauna um 29% reduziert. Das dauert jetzt hier bis zum 28. Oktober, das bis zum 14. Dezember. Wir haben Aliens gesichtet auf Iapeus. Da müssen wir später nachgucken. Zweiter Kontrollpunkt in Bulgarien ist unser. Alien-Bewegung kostet auch 2000. Entlaubungsmittel 5000, kooperative Lösung 25.000. Das ist echt ein... Ups. Habe ich das jetzt gerade ausgewählt? Nein. Er ist einfach in dem Moment gerade weggehüpft hier. So. Allianz aufgelöst. Italien und die baltischen Staaten haben ihre Allianz aufgelöst. Deutschland und Bulgarien, Island und Bulgarien, Schweden und Bulgarien. Wir haben gerade Bulgarien übernommen und alle hassen Bulgarien. Das ist doch schön. So, hier unten gab es noch was. Agenten haben in Venezuela einen Putsch angezettelt, von Humanity First in dem Fall. Das ist die quasi Erstellung der Europäischen Union. Wissen auf jeden Fall, wir sind bei 115 und jetzt werden wir uns stark darum bemühen, dass hier Italien, achso ja, das ist alles das, was mit Ungarn passiert ist. Nee, Bulgarien, glaube ich. Nee, Ungarn. So, die Mission wiederholen wir einfach. Karim, nationale Strategie festlegen, Frankreich. Jede Runde möchte ich ein weiteres Land hinzufügen. Noch haben wir 3, jetzt müssten wir 4 haben. Also, wir haben Finnland, Dänemark, Ungarn und Bulgarien wahrscheinlich. Wir haben Platz. Also, Angriff auf. Dieser Punkt hier, das ist ein bisschen doof, weil das echt immer nach oben zeigt. Er zeigt mir nicht, bis wann das Teil geblockt ist. Weil wir könnten locker das von Projekt Exodus zurückholen, wobei wir einen schlechten Einfluss haben. Wir gucken einfach mal. Also, André hat hier den Punkt geholt, Persuasion. Wenn wir irgendwo noch einen freien Punkt haben, können wir das hervorragend mit André machen. Ansonsten würde ich mit Rice die Säuberung direkt probieren durchzuführen. Ansonsten können wir mit der Bekämpfung zwischengehen. Also, wenn die Bekämpfung in Deutschland funktionieren würde, Moment, Investigation ist wiederum Anna. Schauen wir mal ganz kurz, wie die Bekämpfung in Deutschland, die ist schlechter. Das ist echt erstaunlich, ne? Dass dieses Bekämpfen schwieriger ist als die Säuberung. Aber gut, wir haben hier nur 11 und Rice hat eben 17. Aber es ist schon schwieriger geworden. Wir haben halt massiven Support aus dem
aus der Bevölkerung. Ich finde, 52% ist ein guter Wert, um das zu probieren, für 8 Einflusspunkte. Wir kriegen jetzt 80. Wir probieren das mal. Wir probieren den Spaß und gehen aber auch nochmal weiter. Also, Rumänien ist auch noch Teil der Europäischen Union. Das holen wir uns auch. Nationskontrolle geht natürlich nicht, jetzt wo da noch nichts ist. Aber vielleicht reicht ein Spionagewert von 7. Ah, nee, du kannst es. Müsste doch in Rumänien reichen. 80%. Ist noch ein Punkt dazu. So, und dann sollten wir ansonsten weiter vorbereiten oder Leute untersuchen. Ich gucke nochmal nach einem Ratsmitglied. Welches haben wir denn jetzt untersucht? Ji Wei aus China. In China. In Wuhan gerade. Bodo Hecht will ich nicht weitermachen. Wir gucken ganz kurz, ob wir was über Ji Wei wissen. Loyalität um die 11. Aber ist noch mit großem Fragezeichen. Komm. Mit 86%. Das macht Anna. Und André bereitet nochmal irgendwas weiter vor, würde ich sagen. Oder wir machen eine Surveillance. Ich würde ja eigentlich gerne... Ich mache mal eine Standardüberwachung in Russland. In Moskau. Einfach um zu gucken, weil wir hatten hier Entführte und das war keine gute Idee, glaube ich. Ach, bin ich froh, dass das endlich losgeht hier mit Frankreich. Es hat lang genug gedauert, oder? Aber wir schaffen das jetzt. Wir schaffen das jetzt relativ zügig. Also, was auch immer wir schaffen sollen. Also, den ersten Teil. So, Moskau wird überwacht. Da ist irgendeine Sonde, wurde Richtung 1866 Sisyphus abgeschossen. Das machen wir auch. Wenn ihr da was abschießt, dann wollen wir das auch tun. 0,5 Boost können wir uns leisten. Auf geht's. Die Sonde ist abgeschossen. Uiuiui, da dreht sich's aber heftig. Da sind wir gerade ein bisschen huschelig geworden. So, Ratsmitglied wurde untersucht. Immer noch Loyalitätswert von fast 11. Erfolgschance war bei 86,02 und wir haben eine 86 gewürfelt. Interessante Kombination. Kann man daraus erkennen, dass teilweise Leute nicht mehr für uns arbeiten vielleicht? Nein, ne? Bei komischen Prozentzahlen? Ich lasse die Aliens überall schön auftauchen. Ich will es gar nicht wissen. Leichte Tonabbrecher schon. Gibt es mittlerweile Aktivitäten in den USA? Nein, nicht wirklich. So, die nächste Runde. Wir könnten auch Norwegen mit in die Föderation nehmen. Ist auch noch eine wichtige Geschichte. Einnehmen können wir erstmal. Was heißt einnehmen? Mitnehmen. Nicht einnehmen. Freudscher Versprecher hier. Wäre Ungarn eigentlich eine klassische Geschichte, wobei Ungarn verteidigt ist. Dann nehmen wir nicht Ungarn, dann nehmen wir jetzt hier Finnland, würde ich sagen. Ist ein bisschen abstrus und ich glaube, wir verlieren schon immer so ein bisschen was an Einnahmen, aber es sollte insgesamt trotzdem deutlich besser sein, als das auf ewig halten zu wollen. Also, Finnland ist mit dabei. Herzlich willkommen in der Vereinigung und wir sind immer noch bei 211. Jetzt werden wir gleich ein bisschen höher kommen und wir haben die nächste Sonde, die angetroffen ist an 1627 IVA. Jetzt habe ich den Namen nicht mehr vor. Da gibt es eine Parkbahn. Wie eine Parkbahn? Was meinst du damit? Die Parkbahn. Es gibt auf jeden Fall auch einen Standort. Greifenberg mit 13,5 Basismaterialien hier. Plattform würde 17 Boost kosten. Ich glaube nicht, liebe Leute. Ich glaube noch nicht. Ach so, nee, Plattform wollen wir auch gar nicht. Wir wollen ja einen Außenposten bauen, wenn überhaupt. Auf dem Mars geht es aber noch nicht, ne? Ist alles rot.
Ja, kann man auch langsam überlegen, ob wir hier eine Plattform in die Mars-Umlaufbahn bauen. In die extreme Mars-Umlaufbahn mit 500 Kilometer Entfernung. 500.000 Kilometer Entfernung. Wahnsinn. Da werde ich mich nochmal mit beschäftigen, liebe Leute, ein bisschen. Mit den Möglichkeiten unserer Fluggeschichten. Aber erstmal geht's weiter mit der Übernahme der Vergrößerung der Europäischen Union, indem wir jetzt 2 Punkte... Ach, verdammt, Exodus-Projekt, er hat eine 95 gewürfelt. Die Massenmedien, die sind halt schwer zu übernehmen, wa? Na gut. Und Rice McLaughlin, der hatte Erfolg. Die Untertanen sind rausgehauen worden in Deutschland. Ein Punkt für uns. Er hat es nicht geschafft hier. Exodus-Projekt in Algerien, obwohl wir es ihm gar nicht gesagt haben, dass er es nicht schaffen soll. Okay. Damit sind wir durch. Wir haben hier einen Haufen Dinger. Die gehe ich am Anfang des nächsten Mals durch. Und wir könnten jetzt auch den Ionenantrieb erforschen. Aber das machen wir, liebe Leute, beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut.